Dr. Dietmar Takt, Videokolumne Nummer 22, Februar 2022. Richard Wagner, Tannhäuser. Ende zweiter Aufzug. Ab Ziffer 43. Zuvor hat Tannhäuser gestanden, im Venusberg gewesen zu sein. Elisabeth hat für ihn gesprochen, die Stimmung hat sich wieder etwas beruhigt und nun werden in wellenförmigen musikalischen Bewegungen Tannhäuser Vorwürfe gemacht, abwechselnd vom Chor und den Solisten. Und hier macht Wagner etwas, was er selber so auch nur ganz selten gemacht hat und was in der Musik der damaligen Zeit unüblich war. Er notiert ein Accelerando und ein Ritardando, also eine Beschleunigung und eine Verlangsamung, in der Musik minutiös aus in einer Begleitstimme, nämlich dieser harmonischen Basis hier, Fis zu Eis im Wechsel, gespielt von den Bratschen und den Celli. Dort hört man, ich zeige Ihnen das, ich habe es mal rausgeschrieben. Dort hört man, wie man hier sieht, eine Beschleunigung von einer synkopierten Viertel-Achtel-Gruppe über Triolen 16. 32. Sextolen 32. bis hin zu 64. Das ist der musikalische Höhepunkt. Und dann beruhigt sich das Ganze wieder über Sextolen 32. 32. Und hier dann diese Triolen 16. und diese synkopierte Gruppe. Ich habe Ihnen das vorbereitet, einmal im Sampler nachgebaut. Das klingt so. Und hier merkt man auch, wie durch die ganz schnellen Tonwiederholungen in diesem quasi Tremolo der Einzelton fast verschwimmt und es eben auch einen Wechsel gibt. Immer mit dem Atmen, mit dem Bewegen der Musik vom Einzelton, von der Tonrepetition hin zu diesem Tremolo, diesem 64. 60. und dann wieder zurück. Und das geht einher mit der harmonischen Bewegung ausgehend von Fis. Hin nach D-Dur. Dann dieser Dominantakkord und seine Auflösung. Und im Stück klingt das dann so. Und sollten Sie noch Fragen haben, schreiben Sie mir an Dr. Takt, takt@deutscheoperberlin.de.